Cell ist vermutlich der populärste Antagonist von Dragon Ball. Viele betrachten ihn als den perfekten Gegner für Goku und den Z-Fighter. Und er ist auch mein absoluter Lieblingsantagonist. Für mich ist die Cyborg-Saga auch die beste Dragon Ball-Saga. Daher ist es wahrscheinlich, dass nicht nur der Computer von Dr. Gero die perfekte Lebensform geschaffen hat, sondern auch Akira Toriyama, der einen so ikonischen Bösewicht erschaffen hat, der auch heute noch in den Köpfen der Menschen bleibt und große Beliebtheit genießt. Cell ist rücksichtslos, brutal und höchst intelligent. Cell ist die perfekte Lebensform von Dr. Geros Meisterwerk. Er wurde geschaffen, in dem die Zellen der größten Kämpfer verwendet wurden. Das Resultat war ein vollkommener Krieger, der von bekannten Kämpfern wie Goku, Vegeta, Freezer, Piccolo und King Cold zahlreiche genetische Eigenschaften und Fähigkeiten geerbt hat. Er gehörte zu den wenigen Red Ribbon Cyborgs, die nicht direkt von Dr. Gero hergestellt wurden, sondern von seinem Supercomputer in einer anderen Zeitlinie. Cell ist ein besonderer und außergewöhnlicher Charakter, den man so bis heute mit niemandem aus dem Dragon Ball Universum vergleichen kann. Einzigartig an ihm ist, dass er bei jeder Verwandlung eine andere Persönlichkeit hat und immer Merkmale von Charakteren aufweist, deren Zellen er in sich trägt. So kann er beispielsweise die Einwohner einer ganzen Stadt absorbieren und sie selbst zerstören, ohne auch nur einen Funken Reue oder Mitleid zu empfinden. Diese eiskalten Eigenschaften hat Cell von Freezer geerbt, was man auch in seinem Moveset sehen kann. So kann er auch Attacken von anderen Kämpfern einsetzen, zum Beispiel Son Gokus Kamehameha. Ich finde, einer der besten Momente von Cell ist das Treffen mit Piccolo, als er vor seinen Augen einen Menschen ausgesaugt hat und meinte, er wäre sein Bruder. Ich finde auch alle Formen von Cell sehen richtig geil aus, auch wenn Akira Toriyama gehasst hatte, Cell zu zeichnen, wegen den schwarzen Flecken. Die erste Form von Cell, oder auch Imperfect Cell genannt, bringt einige Horrorelemente mit sich. Er agiert komplett abgebrüht und im Schatten und lauert darauf, seine Beute zu absorbieren. Genauso wie er es in einer anderen Zeitlinie gemacht hat, um Trunks seine Zeitmaschine zu klauen. Und eine Eigenschaft, die Imperfect Cell hat, die so ziemlich kein anderer Antagonist in Dragon Ball hat, ist, dass er die Flucht ergreift, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen. Sobald irgendetwas nicht so läuft, wie er es sich vorstellt, macht er direkt die Biege und plant nochmal im Hintergrund seine nächsten Schritte und setzt diese dann um. Er ist einfach extrem vorsichtig und abgebrüht und genau das ist auch einer der Hauptgründe, warum er in seiner ersten Form so erfolgreich ist. Er geht absolut kein Risiko ein und zeigt sich erst, wenn er sich wirklich sicher ist, dass er genug Menschen absorbiert hat. Dadurch kann er Piccolo bei ihrer zweiten Begegnung locker besiegen und daraufhin C17 absorbieren, ganz ohne ein Risiko einzugehen. In seiner zweiten Form, der Semi-Perfect-Form, interessiert er sich überhaupt nicht mehr dafür, Menschen zu absorbieren und ist nur noch davon besessen, C18 zu erwischen, um Perfektion zu erlangen und endlich vollständig zu werden. Durch sein Power-Up, das er von C17 bekommen hat, wird er auch um einiges arroganter und kampflustiger. Diese Arroganz prügelt ihm Vegeta aber ziemlich schnell aus dem Leib, weshalb dann wieder der clevere Cell aus ihm rauskommt. Denn er überzeugt Vegeta durch seinen Saiyajin-Stolz davon, dass er ihm in seiner perfekten Form einen viel besseren Kampf bieten könnte und er deswegen C18 absorbieren muss. Jedenfalls ist Cell in der Transformation aber auch sehr ungeduldig und als er C18 nicht finden konnte, zerstörte er eine Insel nach der anderen mit der Ansage, dass er weitermacht, bis er sie findet. Übrigens, ursprünglich war Cell gar nicht für die Cyborg-Saga eingeplant, allerdings fand der Editor von Akira Toriyama, dass die Cyborgs nicht reichen und dass er sich einen neuen Antagonisten für den Arc ausdenken soll. Und so entstand dann Cell. Und eigentlich sollte seine zweite Form einen großen Auftritt haben, da das Toriyamas Lieblingsform von Cell ist, aber der Editor war der Meinung, dass Cell in der Form dümmlich aussieht und so ist dann die perfekte Form von Cell entstanden. Nachdem er C18 absorbiert hat, erreicht er diese Form auch und gibt Vegeta den Kampf, den er sich gewünscht hat und verkloppt Vegeta. Danach kündigt er seine Cell-Spiele an. Er geht sogar ins Fernsehen, um sein Turnier zu promoten, obwohl er damit einfach nur Angst und Schrecken verbreiten will, macht er das auf so eine charmante und wahnsinnige Art, dass es fast schon sympathisch ist. Man merkt zum einen die böse und elegante Art von Freezer, aber auch die verspielte Art von Goku, der einfach nur immer gegen die Stärksten kämpfen will und es genießt. Und eben diese Saiyajin-Zellen kommen beim Kampf mit Goku so richtig in Wallung, was ihn umso mehr enttäuschte, als Goku aufgegeben hat, um so Gohan den Kampf zu überlassen. Den nahm Cell überhaupt nicht ernst und nutzte jede schamlose Taktik aus, um Gohan an seine Grenzen zu bringen.
Nachdem C16 erledigt wurde, bekommt Gohan auch endlich den Knacks, den sich Cell die ganze Zeit von ihm gewünscht hat, und verwandelt sich zum Super Saiyajin 2. Daraufhin prügelt ihm Gohan sogar C18 aus dem Leib und verkloppt Cell komplett. Ironischerweise konnte Cell durch Vegetas Arroganz seine perfekte Form erlangen und ihn dann besiegen, und durch eben diese Arroganz, die Cell von Vegeta vererbt hat, konnte Gohan den Super Saiyajin 2 erreichen, um Cell dann komplett fertig zu machen. Das könnte man fast schon als Foreshadowing sehen, jedenfalls will Goku dann, dass Gohan den Kampf so schnell es geht beendet, aber der hat zu viel Freude daran und will noch weiter mit seiner Beute spielen. Cell hingegen bläht sich auf und will sich mit dem gesamten Planeten sprengen. Also opfert sich Goku und teleportiert sich mit Cell auf Meister Kaios Planeten. Dort explodiert Cell und die Gefahr auf der Erde war weg. Zumindest dachte man das. Denn Cell ist zurück mit einem Senkai Boost durch seine Saiyajin-Zellen und ist stärker denn je. Vegeta will Trunks dann rächen und greift Cell an, wird jedoch ausgenockt und von Cell fast endgültig erledigt. Gohan rettet Vegeta aber noch im letzten Moment, wodurch er aber selbst hart erwischt wurde. Nun steht Gohan also vor der größten Bedrohung, die die Welt jemals gesehen hat, und alles, was er zur Verfügung hatte, war nur ein Arm, um dieses Monster zu erledigen. Cell greift mit einem Kamehameha an und Gohan feuert ihm auch eins entgegen, allerdings viel schwächer. Cell ist an der Stelle am absoluten Höhepunkt des Wahnsinns und droht sogar damit, das gesamte Sonnensystem zu zerstören, wenn Gohan es wagen würde, zu schwächeln. Mit einem Push von Goku konnte Gohan mit letzter Kraft Cell besiegen und den Frieden auf der Erde sichern.